Schön, Sie hier zu begrüßen, im großen Saal des Kongress Einstein, zu dieser Hochzeitskantate. Und wir wissen nicht sehr viel über das Paar, das geheiratet hat, zu der Bachschen Musik. Es ist auch kein Bachsches Autograph, sondern es wurde abgeschrieben. Gott sei Dank hat es jemand abgeschrieben. Drum sind wir im Besitz dieser herrlichen BWV 202. Jetzt aber eine erste Frage, und es kommen noch verschiedene Fragen an unseren Herrn Pfarrer Karl Grave. Die erste Frage lautet: Was würdest du jetzt zu diesem Entscheid sagen, dass wir eine Hochzeitskantate in einem solchen Saal durchführen? Ja, das ist in diesem Fall eigentlich fast selbstverständlich. Wir können uns vorstellen, das Hochzeitsfest, die Trauung hat in der Kirche stattgefunden. Wir wären in St. Lorenzen gewesen und hätten uns dann nachher hierher begeben, in den Festsaal. Es wäre alles festlich gedeckt und dann plötzlich würde der Musiker hereinmarschieren, ähnlich wie im Café Zimmermann, wenn die Musiker kamen. Da heißt es am Anfang der Kaffeekantate: Schwatzet nicht, schweiget, passt auf, jetzt kommt Musik, jetzt machen wir fürs Fest eine Musik. Dann wird diese Kantate aufgeführt und am Schluss, man hört es dann fast, stehen die Leute auf von den Stühlen und stürzen sich aufs Apéro-Buffet im Foyer dieses Hauses. Also, wir befinden uns also hier ganz sinnvoll im Festsaal und nehmen teil an der Hochzeit dieses unbekannten Paares. Man weiß es wirklich nicht, wer es ist. Es ist sicher kein Fürstenhochzeit, denn sonst stünde der Name da, dieses Prinzen und der Prinzessin. Aber auch ganz einfache, schlichte Bürger können es auch nicht sein. Wenn ich daran denke, was so die Aufführung einer Kantate der Bach-Stiftung kostet, ob ich dann das zu zahlen vermöchte und ob ich fähig wäre, das Kompositionshonorar des Herrn Lutz zu zahlen. Aber wir widmen uns jetzt dieser Kantate. Es ist Wetter, wo man nicht weiß, ist es noch Winter oder ist es schon Frühling. Diese Zeit noch unfreundlich, kalt. Wind, Sonne scheint manchmal durch, manchmal wieder nicht. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, wie das in Musik gesetzt wird. Lassen wir uns nochmals vom Text inspirieren. Weichet nur, betrübte Schatten, Frost und Winde geht zur Ruh. Florenz Lust will der Brust nichts als frohes Glück verstatten, denn sie träget Blumen zu. Wir werden dann gleich noch was zu Flores oder Flora hören, aber vorerst die Frage: Ist das nicht ein faszinierender, ambivalenter Zustand? Weichet doch, geht. Vorhin hatten wir auch einen herrlichen Wettersturz. Und wenn wir es vergleichen, müsste man sagen, Petrus hat uns ein schönes Wetter beschert, um ein Beispiel zu haben, wie das sein könnte. Ich habe Ihnen auf meinem Arbeitsblatt ein Partimento aufgeschrieben. Beispiel A. Da sehen Sie Nummer 1 und da steht BC. Das bedeutet basso continuo. Und diese Zahlen, das sind die Ziffern für den Cembalisten oder den Organisten. Welche Akkorde hat er zu spielen? Wenn wir mal hören. Der zweite Takt. Denken wir, ja, schön wie ein Orgelpräludium. Ich mache mal eine Ausführung. Beginne nochmals vorne. Und
Jetzt kommt. Sobald es dort heißt, weichet nur Betrübte. Sie wissen, was dort für Akkorde kommen könnten. Sie kommen auch unerwartete Akkorde auch. Und in diesem Spiel von einer Dur-Stimmung, die ganz, ganz lieblich ist, und diesen verminderten Septakkorden, die sich wechseln bei betrübte Schatten, da haben wir natürlich wirklich schönste Beispiele für Wort in Musik legen. Und Frost und Winde geht zur Ruhe. Was habe ich dort für Akkorde? Sind wir in Moll oder sind wir in Dur? Eigentlich sind wir in Moll, aber eigentlich sind wir in Dur. Also Sie sehen wieder einmal ein Beispiel für unser berühmtes Moll-Dur. Dieser ambivalente Zustand wird also musikalisch erfasst. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns Bertha an. Das ist dort leicht eingerückt auf die rechte Seite. Und da hören Sie die Streicher. Die erste Violine spielt. Und so weiter. Und wir sind sehr ans Präludium erinnert, das auch mit gebrochenen Harmonien arbeitet. Was macht die zweite Violine? Ich singe. La da di du du du, la da da di du du. Eine 16. Note später kommt sie. Also die erste Violine und die zweite. Was macht die Bratsche? Sie kommt noch einen 16. später. Also. La da di du du, la da da di du. Und wir hören hier. Könnte fast schon denken, eine Art von romantischem Ansatz, etwas darzustellen und in einen Satz zu bringen. Ich habe versucht, das zu spielen, und dann kommt eine Oboe dazu und es kommt noch eine Gesangsstimme dazu. Ich versuche, mit Hilfe meiner Einspielung alle Stimmen zu erfassen. Jetzt die Oboe. Ri, do, ri, do, la, da, da, ri, da, ra, da, 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 di, 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 do, da, ri, di, 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 ta, di, di, ha, da, da, di, 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 ta, di, 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 ha, ri, di, 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 da, di, ra, di, 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 da, da, di, di, da, di, da, da, di. Und hier diese süßen Akkorde. Schmelz. Jetzt müsste ich eigentlich nur einen Sound wechseln, zum Beispiel irgendein Electric Piano. Fa du fa 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 ba du da 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 fa. Ich hörte nur, jetzt sing ich die Sopranistin. Betrübte Schatten. Man hört, Jazz ist das. Der Saxophonist macht. Summertime. Ja, großartig. Ein Dialog zwischen den Instrumenten. Mal kommt die Stimme, mal kommt der Oboist. Und immer wieder diese wunderbaren Akkorde. Thank you.
Sie begreifen, dass ich immer wieder sagen muss, hier hat die Romantik ihren Ursprung. Jetzt geht's aber um die Flora. Auch die hat's dick hinter den Ohren. Ja, ich habe mich ja in diesem Zusammenhang wieder einmal mit einem anderen Kapitel der Religionswissenschaft befasst und bin wieder einmal den Göttern aus der griechischen und römischen Zeit nachgegangen. Flora, die Göttin der Blumen. Sie ist aber auch Göttin der Jugend, Göttin der Lebensfreude und muss eine wirklich sehr sympathische Dame gewesen sein in jeder Beziehung. Ovid sagt sehr schön von ihr, wenn sie spricht, haucht sie Rosen aus dem Mund. Sie hat zwei Tempel in Rom, die ihr geweiht sind. Und jedes Mal, Ende April, Anfangs Mai, finden große Feste statt, so Volksfest, die Floralia, an denen das ganze Volk der Stadt sich beteiligen kann. Flora ist ein Mädchenname geworden, ist selten in Gebrauch. Ich weiß nicht, ob jemand eine Flora kennt. Die einzige Dame dieses Namens, an die ich mich noch erinnere, ist aber der fröhliche Dackel meines Onkels, die Flora geheißen hat. Dann könnte man eine Flora-Arie des Dackels, ja, mit hin und her wedelndem Schwanz. Das Schnuppern. Ein anderer Dackel nähert sich. Karl würde dann das Libretto schreiben, sicherlich mit größter Freude. Und die theologischen Inhalte vielleicht auch noch damit verbinden. Who knows? Nun. Ja, also es ist klar, ein Fest muss jetzt werden. Und wenn man jetzt einen Blick wirft auf die, also zur Nummer 1 willst du ja wahrscheinlich schon noch mehr sagen als nur das, was ich könnte jetzt natürlich sehr viel noch dazu sagen. Vielleicht ein kleines. Es kommt ein Andante in der Mitte vor. Also es ist eine ABA-Form, dieser langsame Teil, der so hin und her wechselt im Sonnenlicht und im düsteren Glanz sich vorschiebender Wolken. Und dann kommt die Florenzlust. Da haben wir folgende Musik. Florenzlust, wilde Brust, nichts als frohes Glück verstatten. Und hier haben wir diese Drehmotive. Also Harmoniefolgen, die wechseln hin und her. Glückseligkeit zeigt sich in den Geigen. Wie immer natürlich jedes Detail vorhanden. Ich denke aber, dass wir vielleicht es doch zur Nummer 2 kommen, einem Rezitativ. Übrigens, die Kantate wird gesungen von einer Sopranistin, ist sozusagen eine Solo-Kantate für Orchester und sicherlich für verschiedene Solisten, für eine Violine, für ein rasendes Cello und natürlich für eine Oboe. Dieses Rezitativ zeigt ja sehr schön, was wir erleben, wenn es Frühling wird. Die Welt wird wieder neu. Auf Bergen und in Gründen will sich die Anmut doppelt schön verbinden. Und dann vor allem, der Tag ist von der Kälte frei. In der Zeit, in der es noch keine Zentralheizungen gab und man fror im Winter, hat man den Frühling ganz anders erlebt, als wir es heute tun. Sie denken vielleicht auch an das. Komm, holde Lenz, ein herrliches Lied aus den Jahreszeiten von Haydn. Hier klingt es so. Die Welt wird wieder neu, auf Bergen und auf Gründen will sich die Anmut doppelt schön befinden. Der Tag ist von der Kälte frei. Anmut, Anmut, doppelt
doppelt, zwei Töne, schön verbinden. Das Binden in dieser Figur, das Schön in schön verbinden. Kleine Pinselstriche, jeder stimmt. Und wenn wir die Sopranistin haben, die das darstellen kann, dann wird sie ihr Herz verzaubern. Und nun, rasen Sie daher. Arie 3, da kommt Phoebus uns entgegen. Diesen kenne ich schon am längsten. Denn der Phoebus hat mich jeweils auf dem Schulweg von Pfien nach Frauenfeld zur Kantonsschule begleitet und mir gesagt, wo es losgeht. Nämlich die Lampe an meinem Fahrrad hieß Phoebus. Der Strahlende heißt das. Der Name Phoebus ist eigentlich nur ein Zuname für den Gott Apollon. Apoll, Sohn des Göttervaters Zeus und der Leta. Und Apollon ist der Gott für Weissagung und dann vor allem eben auch für Kunst, für Musik. Und wie wir es dann hier merken, hat man diesem Apoll auch Aufgaben zugeteilt, die dem Helios gehören, dem Sonnengott. Wenn er nämlich dann im hellen Wagen, schnellen Pferden mit dem Sonnenwagen übers Firmament fährt. Also ein recht wildes Bild und ein kleiner Hinweis, er wolle selbst ein Buhler werden, ein Geliebter sein. Will er denn die Welt lieben oder hat er ein Auge auf die schöne Braut geworfen? Ich bin da eigentlich der zweiten Meinung. Gut, ich auch. Du auch, das hatte ich nämlich auch gehofft. Die Musik wird gestaltet durch das Continuo mit einem ostinaten Motiv, mit einem hüpfenden Oktavbass. Da kann natürlich der Cembalist spielen, was er will. Zum Beispiel. Oder? Diese beiden Motive übrigens habe ich aus der G-Dur-Sonate für Violine und Cembalo gestohlen von Herrn Johann Sebastian. Er hat auch genau dieses Hüpfmotiv, das er dann wahrscheinlich in ähnlicher Zeitspanne benutzt hat. Nun, wenn Sie schauen, wie das aussieht, bei Cäsar finden Sie das Allegro assai im Zwölfachtel mit der Stimme auch der Sopranistin, die auch hier dann enorme Virtuosität beweisen muss, wenn man das Stück nicht allzu langsam spielt. Phoebus, halt mich schneller Schritten. Also, ich kann das nicht, aber Sie werden es heute Abend hören. Also aufs Allerschönste das, was Karl vielleicht erlebt hat, wenn er über die Landstraße gebraust ist, hast du auch immer Allegro assai versucht zu fahren und hast in der Nacht, wenn du nachdem du nach Hause gekommen bist, du hattest vielleicht dort auch irgendwelche Blicke geworfen. Bitte jetzt nicht zu viel erzählen, gell? Sonst wird's kritisch. Bist du mit dem Phoebus durch die thurgauische Landschaft gebraust? Also man konnte jeweils heimwärts brausen, wenn der Westwind blies. Aber der Hinweg war dann sehr beschwerlich, dann ging es ein bisschen unbequem. Oder umgekehrt, bei tüchtiger Biese ging es auf dem Hinweg schneller und am Heimweg langsamer. Kenntnisreich. In Holland wäre es ähnlich gewesen oder ganz anders. Wir kommen zu Nummer 4. Drum sucht auch Amor sein Vergnügen, wenn Purpur in den Wiesen lacht, wenn Florenz Pracht sich herrlich macht. Und wenn in seinem Reich den schönen Blumen gleich auch Herzen feurig siegen. Der macht sein Vergnügen, heißt es hier. Sie kennen ihn natürlich, den Amor, den Gott der Liebe.
Er ist auch der Gott des Sich-Verliebens. Er wird stets so als halbwüchsiger Knabe dargestellt, mit Flügelchen und dann mit seinem Bogen und den Pfeilen. Und der dann natürlich eine große Freude hat daran, wenn er trifft und ein Herz sich zum anderen findet. Das wird ja dann auch in der folgenden Nummer dann noch gezeigt. Wir müssen dann nachher bei Nummer 5 auf diese Frage nochmals zurückkommen, wie es denn ist mit den beiden Gottheiten. Sie erinnern sich, die Griechen haben diesen Liebesgott auch. Er heißt dort Eros. Sie sind komischer Abstammung eigentlich. Bei den Griechen ist Eros Sohn der Aphrodite und des Ares, des Kriegsgottes. Und der Bursche Amor ist Gott des Verliebens, nämlich Sohn der Venus und auch des Kriegsgottes Mars. Eine eigenartige Verbindung von Liebe und Kampf. Hat Bach auch daran gedacht bei dieser Komposition? Keineswegs. Aber ich habe jetzt daran gedacht, wie ich es hätte gemacht. Aber ich denke, ich zeige Ihnen jetzt nun, wie Johann das macht. Drum sucht auch Amor sein Vergnügen, wenn Purpur in den Wiesen lacht, wenn Florenz Pracht sich herrlich macht. Jetzt sehr süß und lieblich. Und wenn in seinem Reich den schönen Blumen gleich, den schönen Blumen gleich, auch Herzen feurig siegen. Das ist also eigentlich doch fast ein bisschen melancholisch in der Art und Weise, wie er das gestaltet. Ich sehe das so. Wir hatten vorhin diese erste Arie mit dem Gewölk, dem Sonnenschein. Sehr langsam, dann den Florenz Andante, wieder den langsamen Sonnenschein, fast schwärmerisch, fast aus einem Urgrund kommend, als wäre es der allererste Schöpfungstag. Und dann die Frühlingslüfte in der Nummer 2, in der Nummer 3 dann die rasenden Pferde und jetzt käme nochmals eine Aare mit rasenden Pferden. Ich glaube, das würde nicht günstig sein. Drum nimmt er einen anderen Aspekt und kommt dann bei der Nummer 5, auch in diesem E-Moll, zur der Violinsolo-Arie. Und Sie hören, hier passiert etwas ganz Besonderes. Nach den Synkopen. Ich habe sie gesehen. Ein Piano kommt, nochmals ein Piano und sogar ein Pianissimo in den Noten bezeichnet. Das, denke ich, ist dieser Amor. Wenn die Frühlingslüfte streichen und durch bunte Felder wehen, pflegt auch Amor auszuschleichen, um nach seinem Schmuck zu sehen. Ausschleichen, was denkst du hier? Wie ist er auf dieses Wort gekommen und was bedeutet es? Ja, das ist ein kluger Kerl. Der kann natürlich nicht so tapsig daherkommen, wenn er ein Pärchen so zusammenbringen will, sondern muss behutsam vorgehen, dahinschleichen und dann denken, wenn es dann klappt, dann habe ich meine große Freude. Es heißt ja, um nach seinem Schmuck zu sehen, welchen glaubt man dieser ist, dass ein Herz das andere küsst. Das ist dann seine Freude, nicht eine Schadenfreude, sondern wirklich eine lustige, fröhliche Freude. Bist du amix jeweils auch ausgeschlichen? Ja, das kannst du dann in meinen Memoiren lesen, die ich... Wir freuen uns auf die Memoiren. Ja. Wahrscheinlich sind sie 70 Jahre unter Verschluss, gell? Von den Nachkommen. Ja. Und eine weitere Frage hätte ich hier im Zusammenhang. Was heißt dann,
ein Herz küsst ein anderes Herz. Eigentlich ein schönes Bild. Ja, das finde ich auch. Das ist auch sogar biblisch gut gedacht. In der Sprache der Bibel ist das Herz nicht nur der Sitz der Gefühle, sondern überhaupt des ganzen Verstandes, des ganzen Denkens. Und wenn jetzt also zu einer Liebschaft kommt, dass zwei sich ineinander verlieben, dann muss der ganze Mensch davon betroffen sein. Es darf nicht nur so ein bisschen Sympathie sein oder ein bisschen Erbarmen oder weiß ich was, sondern das ganze Denken und Fühlen muss da begriffen sein. Sie sehen, wir haben schon sehr viele verschiedene Aspekte und Farben für dieses Hochzeitspaar in der Bachschen Komposition und auch im Libretto hören dürfen. Und es geht jetzt nun weiter mit dem Rezitativ Nummer 6. Und dieses ist das Glücke, das durch ein hohes Gunstgeschicke zwei Seelen einen Schmuck erlanget, an dem viel Heil und Segen pranget. Hier habe ich ein bisschen den Eindruck, das ist wie ein Schritt in die Kirche. Das kann sein, es kann auch Verschiedenes noch dahinter stehen. Einmal ist es doch so, dass es natürlich wirklich ein Glück ist, das haben auch die Brauteltern, da haben eine Freude daran, ist es wunderbar schön, dass die beiden sich gefunden haben. Ein hohes Gunstgeschicke. Es gibt aber Bearbeiter, die sagen, es könnte hier eine Andeutung sein, dass dieses Paar eben noch die Bewilligung von irgendwelchen vorgesetzten Behörden nötig hatte, um heiraten zu dürfen. Und dass man nun dankbar ist, dass also der Herzog sowieso oder wer es dann ist, die Einwilligung gegeben hat zu dieser Hochzeit. Und das soll nun eben gefeiert werden und man will dem Paar Glück und Segen wünschen. Wenn wir hören, wie das Bach übersetzt, glaube ich, ist Karl sicher auf einer sehr entsprechenden Spur. Hören Sie, wie es plötzlich klingt in der Mitte des Rezitatives. Ich mache zwei Seelen einen Schmuck erlanget, an dem viel Heil und Segen pranget, an dem viel Heil und Segen pranget. Und Sie hören, hier ist für mich eigentlich die Orgel. Ich lasse den Kontrabass mitspielen und spiele auf meinem Cembalo achtstimmig und versuche ein bisschen die Orgel in den Einsteinsaal zu zaubern. Und jetzt der größte Gegensatz, die Oboe. Sich üben im Leben und scherzen und herzen ist besser als Florenz vergängliche Lust. Ein Tanzlied der schönsten Art und Weise. Nicht nur ein Tanzlied, sondern das könnte auch ein Thema für die Hochzeitspredigt sein. Nämlich, ja, sich üben im Lieben und den Humor dabei nicht vergessen, in Scherzen sich herzen. Man muss die Ehe pflegen, man muss Sorge tragen zu ihr. Es ist wie ein Schminnefeuer, das man am Brennen halten muss. Immer schön Holz nachlegen und dann wieder ein bisschen da stochern da drin. Und wie grässlich ist es, wenn kein Feuer mehr brennt und das erlöscht und der komische Rauchgeruch nur noch da ist. Es gibt Ehen, in denen es so aussieht. Also, sie soll gepflegt werden. Und da braucht es, das heißt hier, mehr als was Floras vergängliche Lust ist, nämlich eben die Liebe.
ein Rückgriff auf die biblischen Texte. Das Wort Amor oder Eros kommt im Alten und Neuen Testament nicht vor. Wenn dort von Liebe ist, die Rede ist, also von der Liebe Gottes zu uns Menschen oder von der Liebe von Mensch zu Mensch, dann heißt das im Griechischen Agape oder in der lateinischen Bibelübersetzung Caritas. Diese beiden Teile gehören zusammen. Und Amor geht aber dann doch nicht ganz vergessen, wenn man im Kloster St. Gallen nach den alten Handschriften schaut und dort eine Musik zum Gründonnerstag, eine Antiphon, findet. Sie kennen sie vielleicht auch. Sie wird heute nach einer These-Melodie gesungen. Ubi Caritas et Amor ibi Deus est. Wo also die Caritas und Amor sind, da ist Gott selber. Das ist dieses... Ubi Caritas et Amor. Und hier bei Johann Sebastian Bach ein ausgelassenes Tanzstück. Wir kommen langsam, aber sicher zum Ende der reichhaltigen Kantate. Ein kleiner Warnfinger, eine Hoffnung und dann noch der Cherab. Achtens, so sei das Band der keuschen Liebe, verlobte zwei von Unbestand des Wechsels frei. Kein jäher Fall noch Donnerknall erschrecke die verliebten Triebe. Hier habe ich dann noch eine ökumenische Frage an dich, aber vielleicht möchtest du zuerst... zuerst etwas zum Text sagen. Ja, es ist eben doch irgendwie ein realistischer Text, der nicht so am Leben vorbei so Jubel, Trubel, Heiterkeit macht, sondern das Leben ernst nimmt, wie es einfach ist. Und es dabei bleiben muss, dass das Paar gute Wünsche und Fürbitte auf seinen Weg nötig hat. Der jähe Fall bei F habe ich noch ein Beispiel aufgeschrieben. Der angesprungene verminderte Septakkord. Kein jäher Fall und Donnerknall erschrecke die verliebten Triebe. Der jähe Fall ist im Cello zu finden. Ein Jäher, der sich beruhigt und zusammen ist das. Kein Jäher, Fall und Donnerknall, erschrecke die verliebten Triebe. Also die Fragen jetzt. A, ist aus protestantischer Sicht die verliebten Triebe, wie würdest du das biblisch einhängen, und aus katholischer Sicht die verliebten Triebe? Also, ich würde sagen, diese beiden sind ökumenisch. Da gibt es keinen Konfessionsunterschied, sondern das sind eher Unterschiede des Charakters, des Naturells der einzelnen Menschen, aber das ist keine konfessionelle Frage. Somit wäre auch die letzte Frage von Herrn Lutz beantwortet und wir können zum Gavottentext schreiten und Sie nachher dürfen sich dann aufs Buffet begeben. Hören Sie die fröhliche Musik. Sehr französisch. Orchestervorspiel und dann mit der gleichen Harmonik kommt die Sängerin und singt. Sieht hin Zufriedenheit, tausend helle Wohlfahrtstage, das bald bei der Folgezeit eure Liebe Blumen trage. Sieht hin Zufriedenheit, tausend helle Wohlfahrtstage, das bald bei der Folgezeit eure Liebe Blumen trage.
trage. Die Liebe soll Blumen tragen, ich nehme an, auch das ist ein Bild. Und wenn wir jetzt noch anschließend einen anderen Text hervornehmen, auch aus der Antike, einen weltlichen Text, den möchte ich Ihnen zum Schluss gerne vorlesen. Er stammt etwa aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Sieh doch, dahin ist der Winter, vorbei, vorüber der Regen. Die Blumen sind im Land zu sehen, die Zeit des Singens ist gekommen und das Gurren der Taube hört man in unserem Land. Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Schöne, steh auf, meine Freundin, und komm. Wenn Sie vielleicht vermuten, das könnte aus dem Hohen Lied sein, dann sind Sie auf der richtigen Spur. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus